Hallo, ich grüße dich. Ich hoffe, du erlebst ein nicht allzu hitziges Wochenende, beziehungsweise du kannst dich auch in den Schatten begehen oder in das kühlende Nass. Habe ich jetzt ein paar Mal getan. Bei uns gibt es eine Quelle, beziehungsweise einen Brunnen, sagt man dem. Der ist so etwa, also hier, der ist etwa, ja, was ist der etwa? 2,5 Meter lang. Da fließt ständig etwa, ja, sagen wir mal, etwa 10 bis 12 Grad warmes Wasser hinein. Und dann lege ich mich jetzt immer wieder in diesen Brunnen hinein. Genau, weil es auch hier oben in den Bergen recht heiß ist, außergewöhnlich heiß in den Niederungen, ja, 30 bis 40 Grad, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Jo, also, das neueste Video, das ich mache, ist Folgendes, also jetzt muss ich gerade nochmals schauen, ja, jetzt wieder, ja, ich entschließe mich ja relativ kurzfristig für ein entsprechendes Video und ja, weil das gerade jetzt in der letzten Woche Thema war, vielleicht hast du es auch mitbekommen, da in Deutschland und in Österreich, also in der Schweiz hat man es sowieso mitbekommen, aber da gab es einen Unfall, einen Vorfall, also das Thema Feuer. Laufen, ja, Feuerlaufen, weißt du, was damit gemeint ist, und sonst einfach googeln. Also, ja, die Frage ist eben, braucht es dieses Feuerlaufen, also ist das notwendig, zum Beispiel um den eigenen Glauben, um das eigene Vertrauen zu stärken? Braucht es das für die Persönlichkeitsentwicklung? Braucht es für das Weiterkommen? Also, ja, also meine Meinung dazu, wobei die ist nicht verbindlich natürlich, oder es muss nicht die alleingültige Wahrheit sein, was ich hier sage. Also auf jeden Fall, aber meine Ansicht ist, also ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt was für mich, das Feuerlaufen. Auch wenn ich, Achtung, ich befürworte sehr stark, wenn der Mensch versucht, und ich habe das auch schon in Videos gebracht und finde es eben schade, dass man das nicht, dass das nicht viel mehr Menschen angehen, nämlich Fähigkeiten nutzen, die man hat, eben spezielle, eben also außersinnliche, übersinnliche Fähigkeiten nutzen. Ja, ich wäre voll dabei, oder wenn es Gruppierungen gäbe, aber ich kenne keine, die das eben zum Beispiel trainieren würden, zu manifestieren. Zum Beispiel Gegenstände, zum Beispiel Lebensmittel, das ist etwas außerordentlich Nützliches. Damit könnte man auch zum Beispiel anderen Menschen helfen. Ich finde ja, man sollte immer jemand auch etwas tun oder lernen oder solches erlernen, was dann eben von Nutzen für andere Menschen ist. Natürlich kann man auch anderes tun. Vielleicht, wenn ich jetzt sage, ja, also über das Wasser gehen, ja, das ist es vielleicht nicht unbedingt ein Nutzen für andere Menschen. Ja, gut, vielleicht, ja, ich muss zugeben, vielleicht wie beim Feuerlaufen auch, eben zum Zeit, schau, du kannst viel mehr, als du dir vorgestellt hast, ja. Also, ich will das Feuerlaufen nicht kritisieren. Ich, übrigens an dieser Stelle, ich habe ganz vergessen zu sagen, weißt du, ich schneide hier nichts, ich bereite hier nichts vor, soll möglichst natürlich authentisch rüberkommen. Darum jetzt vielleicht nicht gerade in der richtigen Reihenfolge, beziehungsweise, ja, wieso eben das mit dem Feuerlaufen kam, eben auch in der, ich habe das noch nie so groß in ganz normalen Leitmedien, Mainstream-Medien gesehen. Der Grund war eben, weil sich da viele die Füße verbrannt haben, ja, also weil das anscheinend nicht geklappt hatte, dieses Feuerlaufen. Ich war nicht dabei, darum kann ich es natürlich auch jetzt nicht. Ich muss nur übernehmen, was ich einfach in verschiedenen Medien gelesen habe, dass dieses Feuerlaufen, also dieses Laufen auf Kohle, auf heißer Kohle, auf glühender Kohle, dass das anscheinend nicht geklappt hat, oder? Und aber ja, ich kann, sicher, ich möchte nicht generell das Feuerlaufen kritisieren. Das kann sicher auch dazu dienen, eben zu zeigen, du schau Mensch, du kannst doch viel mehr, wenn du daran glaubst oder wenn du, ja, mit der Einstellung, mit der richtigen und so.
Aber ich habe das Gefühl, es gibt genug andere Dinge, wo man sie, wo eben nicht die Verletzungsgefahr zum Beispiel besteht, eben das zu zeigen oder zu üben oder zum Beispiel mit den Elementen zu arbeiten, ja, die Elemente bewegen zu können, habe ich auch schon in mehreren Videos gesprochen. Zum Beispiel, das ist, also wenn du jetzt zum Beispiel mich fragst, ja, was kannst denn du selbst oder was hast in Sachen, ja, vielleicht Außergewöhnliches oder wo es um Glauben und Vertrauen geht oder um eben höhere Möglichkeiten, wie du dem auch immer sagen möchtest. Also mir gelingt es tatsächlich, mit den Elementen zu sprechen, und zwar so, dass nicht bei solcher Witterung, die wir jetzt haben, also wenn ein starkes Hochdruckgebiet, wie jetzt gerade diese Tage, oder umgekehrt ein starkes Tiefdruckgebiet ist, kann ich auch nicht viel machen, aber typisch, sehr typisch bei veränderlicher Witterung. Also da kann ich bewirken, dass zum Beispiel sich über mir die Wolken auftun, oberhalb von mir ein Kreis bildet. Oder wenn ich zum Beispiel wandern bin, habe ich auch schon, wenn zum Beispiel so Schauertätigkeit oder so ist, dass ich sage, oh bitte, löse dich wieder auf oder einfach, gut, das kannst du dann natürlich in deinen eigenen Worten nennen, einfach, dass ich bewirken kann, dass zum Beispiel die Schauerzelle links an mir vorbeigeht oder rechts von mir vorbeigeht oder stehen bleibt hinter mir oder so. Also so ein bisschen das Wetter beeinflussen, so bei veränderlicher Witterung, Achtung, das geht, ja, das kann jeder ausprobieren. Und manifestieren, ich denke, das ist, glaube ich, auch noch relativ einfach, wenn es darum geht, zum Beispiel gewisse Samen, also leicht keimbare Samen, sprießen zu lassen in den Händen. Ich glaube, das ist die einfachste Übung in Sachen manifestieren. Das, da kann man ja an schwierigere Dinge herangehen. Was sicher schwieriger ist, über das Wasser zu gehen, ja, durchaus. Oder was mich auch faszinieren würde, eben sich von einem Ort zum anderen zu begeben oder durch Wände hindurch zu gehen und solche Dinge. Genau, ja, also es ging einfach in diesem Video darum, im Prinzip ja, auf das Thema Feuerlaufen einzugehen und dann eben auch noch generell, was solche Dinge betrifft, also etwas Außergewöhnliches tun, das, an das man vielleicht nicht so sofort glaubt, um einfach diese Dinge zu besprechen. Also wir werden immer wieder darauf zu sprechen kommen, also das ist so etwas, ich finde das, also das Thema Manifestieren, also irgendetwas Spezielles bewegen oder tun, sowieso sehr faszinierend. Also vielleicht bist du ja auch schon, zum Schluss vielleicht, ja, kannst mir ja sagen, vielleicht bist du selbst schon mal über das Feuer gegangen und falls ja, also Feuer gegangen, Entschuldigung, also Feuer, gut, es nennt sich Feuerlauf, also über, du weißt schon, was ich meine, vielleicht bist du selber schon über Kohle, über heiße Kohle gegangen, dann kannst du dich bitte melden oder einfach bitte einen Beitrag dazu schreiben. Du darfst dich sowieso immer äußern zu den Dingen, die ich da bringe, also das würde ich mich freuen und also ich wünsche dir ein möglichst gutes Vertrauen und ein gutes Vorwärtskommen. Bis in einem anderen Video. Tschüss.